Herzlich willkommen. Das Internet vergisst bekanntlich nie. Und auch einige unserer Zuschauer haben anscheinend wirklich Elefantengedächtnisse. So hat mich also ein ganz regelmäßiger Zuhörer der kleinen Podcast-Reihe darauf aufmerksam gemacht, dass ich am 2.4., als ich den historischen Spieltisch der Sauerorgel vorgestellt habe, versprochen habe, ein bisschen über die Traktursysteme der Orgel zu reden. Da wird es jetzt also Zeit, dass ich das mal wirklich nachhole. Das ist ein ziemlich kompliziertes, weites Feld, aber keine Sorge, ich mache das ganz kurz und einfach. Und als Ausgleich für diese komplizierte Materie gibt es am Ende auch ein ganz unkompliziertes, fröhliches, strahlendes, schlichtes Orgelstück. Das Wort Traktur kommt von lateinisch trahere, ziehen. Und es geht darum, auf welche Weise das Ventil unter der Pfeife geöffnet wird, wenn ich eine Taste drücke. Also die Übertragung meines Tastenimpulses auf die Pfeife da oben. Sie können sich erinnern, beim Podcast am 17.04. hat man das sehr gut gesehen, als wir in die Sauerorgel reingeklettert sind. Da ist die Windlade und die ist immer voller Wind, sobald die Orgel eingeschaltet ist. Dann in der Windlade, das konnte man nicht sehen, die Windladen darf ich nicht aufmachen, das ist so das Heiligtum. In der Windlade sind dann Ventile unter den einzelnen Pfeifen und wenn ich also einen Ton drücke, geht das Ventil auf und die Luft kann einströmen. So ist es hier bei den mechanischen Orgeln, also die Bachorgel, hier sitze ich ja gerade an der Bachorgel, ist natürlich mechanisch. Die ist ja eine historische Kopie von einer Orgel, die Johann Sebastian Bach entworfen hat, daher der Name. Und zu Bachs Zeiten gab es natürlich noch kein anderes Traktursystem, nur die mechanische Traktur gab es damals. Und das ist eigentlich ziemlich einfach. Das sind solche Holzlatten, die nennt man Abstrakten, da kommt wieder dieses Trare, da steckt das Wort auch drin, ziehen. Abstrakten, also lange, schmale Holzleisten, kann man sagen. Und die ziehen ganz direkt das Ventil, wenn ich hier drauf drücke, ziehen die das Ventil unter der Pfeife auf. Nun ist es natürlich so, dass meine Klaviatur schmaler ist als die Pfeifen, die brauchen natürlich mehr Platz. Und da gibt es sogenannte Wellenbretter in der Orgel, die verteilen dann quasi über Wippen und Wellen stellen die Breite her sozusagen. Von dem schmalen Spieltisch oder von der schmalen Klaviatur gehen die in die Orgel und verbreitern das. Wenn Sie den Podcast, meinen ersten, am 21.03. anschauen, da war das hier noch offen, weil noch die Sanierung der Bachorgel im Gange war und da können Sie dieses Wellenbrett auch gut sehen und die Abstrakten. Das mechanische Traktursystem hat den Vorteil, dass es keinerlei Verzögerungen hat. Es ist ganz direkt. Ich drücke und die Abstrakte zieht und das Ventil geht auf, alles gleichzeitig. Im 19. Jahrhundert hat man trotzdem ein anderes System erfunden. Und zwar war das Problem bei der mechanischen Traktur, wenn ich sehr viel luftverbrauchende Pfeifen baue, und das war in der romantischen Ästhetik so, also ich habe viele grundtönige, tiefe Pfeifen, wollte man haben, um diesen runden, romantischen Klang zu kriegen, dann wird der Tastendruck immer schwerer und das wollte man dann irgendwann vermeiden und hat das pneumatische System entwickelt. Das funktioniert so, dass ist jetzt der historische Sauerspieltisch, der funktioniert nach diesem Prinzip. Ich drücke die Taste und durch ein Bleirohr wird Wind zum Ventil geschickt und das Ventil kann sich öffnen. Dieses System pneumatisch, ja, also vom Wort Pneuma, Wind, Atem und so, dieses System hat den Nachteil, dass es sehr viel Verzögerung hat, weil der Wind ganz schön langsam ist, bis er da hinten beim Ventil ankommt, sozusagen. Hat aber, wie gesagt, den Vorteil, dass es sehr leicht geht, sehr geschmeidig sich
spielt. Es hat wohl auch bei der Fertigung bestimmte Vorteile. Im 19. Jahrhundert ging es ein bisschen weg von den handwerklichen Orgel, vom handwerklichen Orgelbau hin zur Fabrikorgel. Und diese Bleirohre sind anscheinend leichter zu fertigen, fabrikmäßig, als diese komplizierte Mechanik, also die feinen Abstrakten und so weiter. Im 20. Jahrhundert dann kam das dritte Traktursystem auf, und das ist dann eben unser neuer Spieltisch von 1993, das elektrische Traktursystem. Da ist es dann ganz einfach, dass ein Elektromagnet das Ventil zieht und es gibt keine Verzögerung. Allerdings kann ich auch nichts beeinflussen. Ich spüre auch nicht den Wind unter den Fingern, wie hier bei der Pneumatik. Und ich spüre auch nicht den Druckpunkt, wie bei der Mechanik, wo ich genau spüre, wann das Ventil diesen Luftwiderstand überwindet, sozusagen. Also es ist ein bisschen, jedes Traktursystem hat seine Vorteile und seine Nachteile. Ich habe jetzt nur über die Spieltraktur gesprochen, also der Impuls von der Taste zur Pfeife, zum Ventil. Es gibt natürlich auch noch die Registertraktur, also die Bewegung von dem Registerknopf oder von dem Registerzug oder hier eben Knopf zum Register. Das ist für uns Organisten nicht so interessant. Gibt es eben auch mehrere Möglichkeiten, mechanische und pneumatische und so weiter. Für uns ist das nicht so spannend, weil wir natürlich mehr daran interessiert sind, wie fühlt sich unser Toucher an, also unser Anschlag. Das ist für uns. Und diese Verzögerung zum Beispiel auf der pneumatischen Traktur, das muss man wirklich üben. Also das ist wirklich eine ganz eigene Kunst, sich da nicht durcheinander bringen zu lassen, wenn man seine eigenen Klänge ständig viel später hört, als man selber spielt. Jetzt noch ein paar Sätze zum heutigen Stück. Es wurde komponiert von Siegfried Karg-Elert, spätromantischer Komponist, so ein bisschen der Gegenspieler zu Max Reger. Die haben auch ganz ähnliche Lebensdaten. Also Karg-Elert war 4 Jahre jünger als Reger und hat dann etwas länger gelebt. Reger ist ja schon mit 43 Jahren gestorben. Also Karg-Elert 1877 bis 1933. Und er ist 55 Jahre alt geworden. Also lauter Schnapszahlen kann man sich sehr gut merken, die Lebensdaten. Ganz wunderbarer Komponist, und ich werde sicher noch mal einen Podcast mit seiner Musik machen, weil das Stück heute fast vielleicht ein bisschen untypisch ist. Es ist harmonisch relativ schlicht, gar nicht so verrückt, und er hat eigentlich oft sehr reiche spätromantische Harmonik gehabt, Enharmonik und Chromatik und so weiter. Das ist aber heute nicht der Fall, also es ist sehr einfach verständlich. Ich wollte das Stück auch deswegen bringen heute, weil wir ja am Samstag im Podcast auch eine Choralbearbeitung von Nun danket alle Gott, von diesem berühmten Choral hatten. Bella hat es ja vertont am Samstag. Und hier jetzt also eine ganz andere Art, diesen Choral zu benutzen, sozusagen. Bei Bella kam ja eine ganze Durchführung, ganz streng, der ganze Choral kam einmal, wurde vorgestellt. Hier jetzt, Karg-Elert nimmt nur so einzelne Schnipsel, kann man sagen, vom Choral und entfaltet die dann. Es nennt sich auch Choralimprovisation, also wie man es beim Improvisieren macht. Man nimmt eigentlich nur Teile oft und benutzt die sozusagen, um eine tolle Stimmung zu kreieren. Hier handelt es sich um eine Marche Triomphale. Das ist auch eine Gattung, die im 19. Jahrhundert sehr beliebt war. Marche ist natürlich viel älter, gab es schon immer. Der Marsch hat auch Eingang gefunden sozusagen in die Kirchenmusik. Und zwar dadurch, dass er oft den feierlichen Eingang einer Messe oder auch den Ausgang begleitet. In Frankreich, wo viele Marches triomphales natürlich auch komponiert wurden,
nennt sich das dann Entrée, also wenn die Priester einziehen, oder Sortie, das sind die ganz berühmten Stücke. Ich zeige Ihnen nur den Anfang schnell, will nicht zu viel vorwegnehmen, der ist sehr majestätisch, nachher richtig laut und ich will Ihnen einfach zeigen, wo der Choral steckt, damit Sie da überhaupt eine Chance haben, das gut zu hören. Steckt es eben drin. Hören Sie es nochmal. So ungefähr kann man es sagen. Ja, dann wünsche ich viel Freude bei unserem kurzen Stück von Kark Ehlert und sage Tschüss bis morgen.